So Leute, und ein weiteres Mal begrüße ich euch zurück zu meinem Let's Play von Mega Man Teil 1. Wir sind in meiner Lieblingsstage. Die Stage ist eigentlich voll einfach. Und der Boss ist noch viel, viel einfacher. Ich weiß nicht, warum so viele Leute mit der Stage ein Problem haben. Die ist sowas von easy pupisi und kakisi. So geht das. Einfach an den Rand stellen. Gut zu wissen. So wird das gemacht. Ganz einfach. Die Energie, die ist vollkommen... Die ist viel zu gewöhnlich, die brauchen wir nicht. Weil wir einfach viel zu gut sind für das Spiel. Die schöne Stelle, die sehr schön ist. Aber eigentlich ist die Stelle nicht schwer. Genauso wenig wie diese Stelle hier. So, noch diese Stelle hier meistern. Wir haben nicht ganz volle Energie, aber das macht eigentlich nichts. So, und an dieser Stelle werde ich jetzt speichern, also im ganz bestimmten Grund. Ich habe aber nicht vor, an dieser Stelle wieder zu laden. Ich werde nur speichern und werde mir dann überlegen, ob ich nochmal lade. Denn es ist mein Let's Play und ich entscheide mich, ob ich speichere oder ob ich nicht speichere. Oder wie ich das mache. So, vielleicht ist es gar nicht nötig. Vielleicht speichere ich einfach aus dem Grund, weil da denkt das Spiel sich, ach, das ist mir so langweilig, dass da laufend speichert und neu lädt. Ich mache dem das jetzt einfach so einfach, dass der das schafft beim ersten Mal. So, der erste Sprung, der zweite Sprung, der dritte Sprung, der vierte Sprung, der fünfte Sprung, noch ein Sprung und das war blöd. Eigentlich ist es nicht schwer, Leute. Einen Treffer kann man eigentlich einstecken. Es geht. Aber wenn der mich dann trifft, kann man den eigentlich zweimal ineinander treffen. Das habe ich noch nie probiert. Das geht nicht. Man kann ihn nicht zweimal treffen. Aber ich bin gleich tot. Naja, das ist ja nicht so schlimm. Ich finde, wenn da links steht, ist es einfacher. Das jetzt schaffe ich. Ich bin so gut, wenn ich das jetzt schaffe. Na, jetzt war klar, dass ich das nicht schaffe. Aber jetzt haben wir volle Energie. Aber schaut mal, Elegman ist nur noch dreiviertel voll. Ich weiß nicht, ob es mit P-Blaster geht. Ich glaube, P-Blaster zieht dem, glaube ich, gar nichts ab. Ja, wir haben jetzt noch zwei Leben und volle Energie. Und ich habe das Bewegungsmuster langsam raus.
Warum ist er jetzt so lang gesprungen? Ich habe kurz gedrückt. Es ist Gleichstand zwischen ihm und mir. Ich habe nicht getroffen. Ich habe einfach nicht getroffen. Ich habe den Eindruck, es wird jedes Mal schneller. Oder täuscht das? Was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Wird es wirklich nach jeder Runde schneller? Und reingerannt. Natürlich, natürlich. Das macht ja nichts. So. Das war richtig cool, dass ich stehen geblieben bin. Das war richtig interessant und cool. Kann man nicht anders sagen. Man kann ihn nur einmal treffen. Ich bin einfach zu müde dafür. Ich bin einfach zu müde. Ich bin des Lebens müde geworden bei diesem Spiel. Es wird jedes Mal schneller noch. Jedes Mal wird es schneller. So. Ich bin wieder Game Over. Damit muss ich den Part jetzt hier leider beenden. Und im nächsten Part werde ich dann das machen, was ich vorhatte. Bis dahin. Ciao, ciao.